In der Nacht zum Freitag ist in Eickeloh im Heidekreis ein historisches Wohnhaus bei einem Großbrand zerstört worden. Etwa 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um gegen die Flammen vorzugehen. Es gelang den Helfern zwar, ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbarhaus zu verhindern, das historische Wohnhaus aus dem Jahr 1818 brannte jedoch aus. Es entstand erheblicher Sachschaden, dessen Höhe sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro beläuft. Verletzt wurde aber niemand. Die beiden Hausbewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Mehr als 250.000 Menschen in Niedersachsen arbeiten für einen Stundenlohn von weniger als 8,50 Euro brutto. Das sind 12% der Arbeitnehmer im Land, teilte der Landesbetrieb für Statistik am Donnerstag in Hannover mit. Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB forderte die Landesregierung auf, einen gesetzlichen Mindestlohn nach dem Vorbild Bremens einzuführen. Dort gilt ab dem 1. September ein Mindestlohn von 8,50 Euro sowohl für Beschäftigte im öffentlichen Dienst als auch für Arbeitnehmer in städtischen Unternehmen sowie in Vereinen, Kulturinstitutionen und Sozialverbänden, die öffentliche Fördergelder erhalten. Von der Ausweitung der Lkw-Maut auf Bundesstraßen sind auch Niedersachsen und Bremen betroffen. Für Lkw mit mehr als 12 Tonnen Gesamtgewicht gilt vom 1. August an Mautpflicht auf folgenden Strecken: die B3 und die B6 in Hannover, die B4 bei Lüneburg, die B6 von Goslar in Richtung Berneburg, die B51 und die B68 bei Osnabrück sowie die B402 bei Meppen. In Bremen gehört die B75 zwischen Bremen-Neustadt und dem Übergang zur A28 bei Delmenhorst dazu. Die Mautsätze reichen je nach Schadstoffklasse und der Zahl der Achsen von 14,1 Cent bis 28,8 Cent je Kilometer. Bei ihr platzt der Osnabrücker Tochter der insolventen Drogeriemarktkette Schlecker hat am Donnerstag auch in etwa 100 niedersächsischen Filialen der Ausverkauf begonnen. Die Insolvenzverwaltung senkte die Preise um bis zu 30%, bei einigen Produkten auch um die Hälfte. In den meisten Bahnhofsläden und auch in Filialen, die Drogeriemarktkette Rossmann übernehmen will, wird es aber keine Rabatte geben. Ungeachtet der verschärften Absatzkrise in Europa hat der niedersächsische Autobauer VW dank eines starken Asien- und Amerika-Geschäftes seinen Gewinn weiter gesteigert. Während andere Hersteller wie Peugeot, Citroën, Fiat oder Opel immer lauter unter dem Einbruch der Automärkte in Europa ächzen, verkaufte die VW-Gruppe im ersten Halbjahr weltweit fast 10% mehr Autos. Volkswagen will bis spätestens 2018 größter Autohersteller der Welt werden und 10 Millionen Fahrzeuge verkaufen. Einige Beobachter halten das bereits 2015 für möglich.